Sim, foi a Village. Bat schon da. Baustellenverkehr. I'm afraid it might be like that. Yeah. Oh, no fun at all. Overall, so Deutsch, ich habe unseren Zug sozusagen unterschätzt. Ich dachte, dass es gibt so ca. wie viel habe ich gesagt? 40. Ja, aber nein, ich würde sagen jetzt sogar mehr. Wie viel? 60 sage ich, ja, 60 Leute gibt es auf dem Ausflug. Also es wurde gesagt, dass wir jetzt in Gruppen aufteilen. Und ich, wie ich schon erwähnt habe, ich habe die längste ausgewählt. Oh, aber ich habe damals Englisch gesprochen, es war so einfach und unfassbar. Es fiel mir schwierig, Englisch zu sprechen, nachdem ich die ganze Zeit hier durchgesprochen habe. Zählen wir es jetzt zusammen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mit mir. Wenn hier 24, 26, 28, 30, 30, 32, 34, 36, 38, 40 und 40, ja, diese zwei Gruppen, da ist noch eine, so mehr als 40 schon, wenn ich das richtig gezählt habe, so ungefähr würde ich sagen 60, ja, jetzt gehen. Und so steigen wir auf eine Fähre jetzt ein, eine deutsche Fähre. Eine Brücke. Bad Schandau Stadt. Alles aus einer Fähre. Fährt nicht, aber wegen Wasser so also ein Gefühl habe ich bekommen, dass wir fahren schon irgendwo hin. Mein Freund hat es geöffnet. Wow, sehr klug von ihm. Sehr, sehr klug. Aber die Bahn hier ist ein bisschen nass. Abfahrt schon. Oh, wow, wow, wow. Jetzt drehen wir uns mal für um. Es stinkt nach Treibkraftstoff. Gefällt das dir? Ja, zum ersten Mal auf der Fähre. So, damit ich es euch zeige. Deutsch. Aber an sich eigentlich nichts Interessantes, einfach wie eine Fährefahrt fährt. Aber so. Як то про лодь маєш, про моторку не? Про моторку не. Я мам про National Park.
že prostě na plachetnice a na motorové lodě. Jasně. Motorku ne, to mě neba. Nebaví? Ne. Tak já bych raději jako na motorku složil zkoušku než na loď, protože jaká je pravděpodobnost, jako, že budeš jako řídit loď. No. Jedeš prostě, vyšší, jak, když jedeš na vodu, no. Prostě na vodě nebyl, já bych. Tak můžeš jít na loď. Naštěstí nemám žaludek na vodě. Můžeš jít plachtit. A máš jako, že v Česku toho je hodně, i v Rakousku, na jezerech můžeš. Und ja, meine Ребята уходят. Почему so? Deswegen, also ich habe durch nicht so viel Bilder geübt. Und jetzt, meine Brüder sind weg. Ja. Viel zu schwierig, viel zu steil. Ich empfehle euch nicht. Wirklich. Wir sind zugleich sehr schnell. Ich bin schon erschöpft. Ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, das ist nicht so steil wird und dass wir nicht die ganze Zeit steigen sollen. Es ist so nur am Anfang. Ja, das ist eigentlich schon Fläche. Die Aussicht verbessert sich. Allmählich. Sind umgefallen. Wir sind sogar aufgegeben. Get your shoes dirty. How much Dutch have you bought? Taiwanese? Taiwanese? Yeah. It's different from Chinese. Yes. a little bit similar. Uh-huh. Yeah. But like Ni Hao is. I'm kidding. And where do you live? Budapest Straße. Oh, many people live here. What? Many people. So you think that in Germany it's better? Yeah. And they don't have to pay the fee. Pay the fee? Pay the education. And in China you pay, or in Taiwan you pay for education. Yeah. Mm-hmm. Taiwan. Taiwan. What's your name? In Taiwanian? Yes. In Taiwanian language, it would be Chan Chi Jin. How? Say it once again. U-Ting. Be careful. What? Ew ting. To osh. Dirty. Dogecoin. I also have Dogecoin. I bought Dogecoin when it was 25 cents. Yeah, and now? Now you know how much it is. Now it's. Hmm? What's the price now? Yes. And you earn lots of money? I
Aber in Deutschland sind Dialekte nicht sehr stark. Oh. Also der Dialekt von der Schweiz. How do you meet her? I don't know, I hope we'll meet at the end of our hike. One behind us, right? Yes. No. But actually, very beautiful.